kommt zurück. Oh, mit vollem Mund sprechen, ey. Boah, hätte ich auch ein Let's Play mit Gunnar machen können. So, also, guck mal, ich bin einfach durch weiter Viereckdrücken bin ich jetzt nach vorne gekommen in der Gruppe. Letzte Etappe unserer kleinen Tour. De Rocket Beans mit Gino, mit mir. Es sind noch 92 Kilometer. Gino hat sich abgesetzt in der Spitzengruppe. Dann den Computer über sein Schicksal entscheiden lassen. Mm-mm. Steuert nicht mehr selbst. Ich bin im Hauptfeld dahinter, 7 Minuten zurück. Und es geht jetzt eigentlich in den entspannten Teil der Etappe. Jetzt geht's richtig los. Ich bin so weit. Ah, fuck. Ich habe Abstand. Wie viel habe ich Abstand? 46. 7 Minuten immer noch zum Peloton. Knapp. Mhm. Und. Ja, halbe Minute zu ihm, ne? Eine, ja, 20 Sekunden. Ja. Gibt wahrscheinlich ein bisschen zu viel Gas. Aber ich sehe ihn auf jeden Fall schon. Ich hänge ihn jetzt hinter ihn ran. So kann er mir erstmal nicht gefährlich werden. Von den Fahrern an der Spitze stellst du die größte Gefahr für das gelbe Trikot dar. Alles klar. Ich würde sagen, ich habe noch die Chance, jeden die Tour zu vermasseln. Ja, ich sehe den roten Audi vorne. Boah, ich bleibe am Ende. Gibt's doch mal das. Den besten Akteuren, aber auch in den Bergen fühlt sich. Sehr gut. Ja, wir sind ziemlich gut. Noch 80 Kilometer. Wir haben die Hälfte geschafft. Jetzt haben wir die krassen Berge, die ersten Berge hinter uns gelassen. Jetzt kommen ein paar vereinzelt, ein paar Hügel. Und dann geht's. Ja, Mann. Und dann geht's gegen Ende hin. Die letzten, wie viel sind das? 5 Kilometer? 10 Kilometer? Geht's nochmal richtig steil hoch. Bevor es dann heißt, Gino hat das gelbe Trikot geholt. Es ist möglich, es ist noch möglich. Wer weiß? Obwohl ich vor 3 Minuten gesagt habe, wir haben keine Chance mehr, aber ich weiß auch nicht. Oh, da kam gerade der nächste Energieriegel. Entschuldigung. Kannst du es nicht kontrollieren? Nee. Kannst du nicht unkontrolliert hier? Ah, und Fabian hat gedacht, es wäre langweilig. Tö. Ich weiß nicht, warum die wollten, dass wir das nicht weitermachen. Ich check das nicht. Die Anzugträger da oben hatten mal wieder recht. So, deswegen sind sie ja auch ein Anzug. Oh nein, mein Handtuch! Nun! Kannst du es aufheben? Bitte! Deswegen, du sollst denselben scheiß Scheuerarsch haben wie ich. Stell doch wieder auf Auto. Ja, na klar. Ja, komm. Oh. Ja, komm. Meine Füße schlafen auch ein. Hast du es nicht? Nee. Aber ich bin noch sportlicher, ne? Muss man einfach sagen. Machst du noch Sport? Nee. Ich habe mich letzte Woche bei Freeletics abgemeldet. Das ist wirklich so. Ja, nach dem Genus Gym. Und dann hatte ich sofort, nachdem ich das Set gesehen habe und wie traurig das endet, wenn man so viel Sport macht, habe ich gesagt, scheiß doch drauf. Und dann ist sofort bereut. Du musst es ja auch nicht. 5 Klimmzüge gemacht und dann dachte ich, also in einer Stunde, und dann dachte ich, jetzt will ich ins Bett. Ist doch nicht so schwer, einen scheiß Sport zu machen. Ich kenne halt keinen, der sportlich ist, mit dem ich gut verstehe. Okay, hast recht. Das ist natürlich ein Ding. Aber ist doch nicht so schwer, selber jetzt Sport zu machen, oder, ja, Andreas? Ja, aber das liegt hier an den Zeiten. Du weißt ja selbst, wie es ist. Wann? Man ist oft dann abends noch on air und dann ist es 22 Uhr. Ja, dann mach das doch morgens. Und dann habe ich jedes zweite Wochenende die Kinder, dann habe ich auch keinen Bock, was zu machen. Ja, natürlich. Dann mach das doch morgens. Morgens kann ich es machen. Ja, aber morgens, ja, ey, ich bewundere solche Leute, die das morgens schaffen. 20 Minuten so ein bisschen. Du musst ja nicht großartig irgendwie. Geh, aber machst du einen kleinen Zirkel? Kannst du das vom Kreislauf her? Na, muss man sich dran gewöhnen. Ja, ich trainiere immer noch morgens. Insofern habe ich mich eh dran gewöhnt. Ja. Aber ey, wenn das von der Zeit her ist, dann mach das doch einmal morgens. Am Wochenende kannst du es ja abends machen. Es ist nicht viel, 20 ja, Minuten? Ist, ja, du hast recht. Man muss halt nur die Routine schaffen. Das ist halt. Ja. Am Anfang hat man auch keinen Bock auf Zähne putzen und dann machen wir es trotzdem. Ja, du vielleicht, ja. Ja, du nicht, ne? Aber, nee, weißt du, das tut einem ja gut. Und ich sag immer, das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, dass man halt gut aussieht am Ende. Sagst du immer. Ja, ich hab's ja ein Jahr lang gemacht, das hat null bewirkt bei mir. Weil ich natürlich das glaube ich nicht. Ich habe die Ernährung halt auch nicht. Ja, du hast aber auch Muskeln aufgebaut, du hast eine bessere Ausdauer gehabt.
kannst du mir nicht erzählen. Du konntest am Ende mehr Klimmzüge als vorher. Ja, aber da weißt du, Muskeln aufgebaut. Weißt du, was das Frustrierende dann war? Dann bist du mal irgendwie krank oder bist mal irgendwie unterwegs und, ja, und sag mal, machst mal 3-4 Tage, dann fängst du, hast du das Gefühl, du fängst bei null wieder. Ja, aber das ist ja nicht so. Aber du denkst halt, Alter, wieso, jetzt schaffe ich kaum noch 3 so ungefähr. Um ja, den, wenn du es aber wieder 2 Wochen machst, dann bist du ja wieder auf dem alten Stand. Ja, das ist ja nicht so, ne? Ja. Das ist ja nicht so, dass man immer bei null anfängt. Das ist ja, das ist ja naja, so. Aber gefühlt schon. Also du bist dann schon wieder so. Ja, beim ersten Training vielleicht, das fühlt sich komisch an. Okay. Aber wenn du 10 Klimmzüge schaffst und dann 2 Wochen krank bist und schaffst du am Ende, schaffst du 7, ist ja nichts bei 0. Nee, aber wenn du dann nach dem dritten merkst, Alter. Ja, klar, aber das hast du dann ja 2 Wochen später nicht. Ich hätte vielleicht die OP noch abwarten sollen, dann hast du zu früh wieder ins Training eingestiegen. Ja, aber hör auf, dich jetzt auszureden. Ja, stimmt. Immer diese Scheiße ausreden. Mach doch jetzt einfach. Du bist doch jung, Mann. Du darfst es dir nicht leisten, das nicht zu machen. Das stimmt. Ja, du hast eigentlich recht. Du musst die Energie haben, so, ey, ja, ich mach Sport. Das musst du ja auch. So, ja, ich mach Sport. 3-mal die Woche. Ja. Besser als hier nur Rad zu fahren. Ja. Deswegen habe ich mir dieses Let's Play gewünscht, weil ich dachte. Und endlich mal ein bisschen Bewegung. Könnte erfolgreich sein, ja. Das ist es aber nicht, sorry. Das liegt nicht an mir. Nee, das stimmt echt. Da tut sich nicht viel beim Vorsprung. sagt er. Sehr gut. Aber du hast 3 Minuten. Ey, das ist halt ganz schwer. Normalerweise wäre es eine Flachetappe, würde ich sagen, schaffst du. Aber dann würden die natürlich auch mehr Tempo machen hier. Aber es ist schwierig, weil dieser Anstieg, das ist die erste Kategorie, ne? Das Ja, es wird schwer, aber ich kann auch nicht mehr sitzen jetzt. Das ist ganz schwer einzuschätzen, muss man wirklich sagen. Ja, sorry. Also, ich habe Abstand. 4 Minuten habe ich Abstand zu euch. Ich trete bis auf der Stelle, okay? Ja. 4 Minuten Abstand habe ich zum Peloton und 3 Minuten. Nee. Die Ausreißergruppe vergrößert ihren Vorsprung auf wir vergrößern unseren Vorsprung. Also das Ding ist, die werden jetzt hier nicht groß fahren, weil du nicht gefährlich bist für die Gesamtwertung. Ja, was ja okay ist. Das heißt doch für dich, du kannst jetzt auf mich aufstoßen. Oder? Ist nicht gut? Deswegen heißt ja auch Burpees, ne? Ja, ja, natürlich, aufstoßen, genau. Ja, ja. Ja. Habe ich auch noch nie gehört. Sorry. Ja, nee, ist okay, mach. Aber Dinosaurier ist echt auch ein kreativer Name. Sorry, hast du was gesagt? Ich hab dir gerade nicht. Ich weiß nicht. Ich bin konzentriert. Ach, sorry, ich hab ihn gerade verschluckt. Das Ende der Etappe ist nicht mehr weit. Schon bald wird Bewegung. So, ich bin immer noch vorne. Ich weiß nicht, ich würde einfach sagen, der Spannung halber, reißt du da mal aus und gibst jetzt einfach mal Gas. Wir haben jetzt nur noch 60 Kilometer. Das ist eine flache Stelle. Ey, das ist schwierig bei dem. Na komm, habe ich noch einen. Der Träger des gelben Trikots muss nicht unbedingt angreifen. Abhängig von seinem Vorsprung kann er einfach Attacken mitgehen und ganz am Ende einer Etappe kontern. Ja, das wird auch so passieren. Ja. Du kannst doch nicht erwarten bis zum Berg und dann kontern. Ja. Die Ausreißer werden eingeholt. Jetzt wird es schwierig, dem Konter des Gesamtführenden zu widerstehen. Die Ausreißer werden noch nicht eingeholt. Wir fahren 50, ja doch. Wenn du da lange hinten lutscht, dann. Ja, wir sind doch immer noch 5 Minuten vor euch. Wir sind doch immer noch. Ihr seid 2,5 Minuten vor uns. Ach ja. Ach ja. Ach so, die hinter. Nee, warte mal. Ach so, die 14 letzten sind. Soweit, ne? Ja, genau. Wir sind okay. 2,40 hinter euch. Ja. Ah, es ist. Guck mal, ich hab jetzt schon. Ein Kilometer seid ihr. Also, eigentlich müsstest du mich gleich sehen. Ne? Naja, das ist schon noch ein bisschen. Ist ja, ein Kilometer jetzt. Ist das. Aber ist ja flach jetzt. Na, jetzt geht's wieder ein bisschen runter. Ja. Er hat noch nicht sein ganzes Pulver verschossen und gibt in der Führungsarbeit. 30 Sekunden. Alles. Wer denn? Ich glaube, er vor mir löppt. Ich bin richtig weg vom Peloton. Na. Warte, jetzt habe ich wieder eine kurze. Das Peloton gibt alles. Das Schöne ist, ich habe ja schön. Ah, nicht ganz windgeschützt, aber. Ah, knapp 50 Kilometer noch. Es ist jetzt echt eine Taktikfrage. Ah, jetzt musst du echt entscheiden, ob du jetzt. Ja. Du musst auch Gas geben, da ist flach. Das ist echt immer blöd. 50, aber. 2,20. Sehe ich dich denn? Nee. Ach Quatsch, ich bin noch 2 Minuten hinter euch.
Jetzt komm nicht wieder mit deinen Kilometeranzeigen. 1,5 Kilometer, komm. Das ist echt geil. Ah, schwierig. Oh nein. Ah, fuck. Wer ist das jetzt, einer oder sind es alle? Pantano. Kommen alle? Guck doch mal nach hinten kurz. Ich weiß nicht. Ah, fuck. Guck nach hinten. Alter, hier ist eine Kurve, du Idiot. Ja. Halt dich an den und guck nach hinten. Komm. Nee. Komm, alle. Ist nur eine kleine Gruppe. Okay. Ich bin kurz abgestiegen. Alter. Ja, sorry, dass ich am Anfang gearbeitet habe und deswegen mir einen Vorsprung verdient habe. Mhm. Ja, ist so. Ja, warte mal, wie hast du auf Autopilot gestellt? Ja, nur einen Kilometer ungefähr. Hm. Sorry. Weiß ich, kannst du auch machen. Ich weiß nicht, ob dir das was helfen würde. Ah, fuck. Komm, du bist jetzt auch einen Kilometer hinter uns. Die Ausweisung vergrößern ihren Vorsprung zur Gruppe um das gelbe Trikot. So, Leute. Guck mal, das gelbe Trikot geht. Das gelbe Trikot geht. Oh, es geht. Die letzten 50. Gelbe Trikot. Oh, was ist das? Da kommt das gelbe einer. Trikot reißt. Der greift an. Der greift an. Ja? Das gelbe Trikot reißt. Oh, die greifen aber ordentlich an, du. Die greifen sowas von an. Pass auf deine rote Energie auf. Schöne lange Angriff machen, ja? Dann, du hast keine rote mehr. Ich habe bald keine Kraft mehr, um angreifen zu. Ich habe eine schöne rote Rakete, ja. Aber, Feuer aufgefüllt. Hast du mal... Feuer aufgefüllt? Ja, ist auch hier blau. Stimmt. Oh, das ist jetzt viel Unruhe jetzt hier hinten drin. Ja. Das ist wirklich so. Aber es sind die ganzen Energieriegel. Bin ich 1,50 jetzt vor euch, ne? 1,50, ja. Ist richtig, aber das sind ja nur Kilometer, verstehe ich gar nicht. Ja, das ist nur 1,4 Kilometer, aber ist das dann eine Steigung oder was ist dazwischen? Wo siehst du immer das? Achso, du oben guckst links. Da immer, ja. Weißt du? Ja. Ja, seid ihr schon? Nee, guck mal, ist ja relativ flach. Ja. Aber deswegen wundere ich mich, warum das eine Minute 40 noch ist. Hm. Weil eigentlich ein Kilometer... Geht doch recht schnell. Ja, das stimmt. Ist da noch einer vor dir? Nee. Ja, das ist der erste. Ja, naja, also, aber keiner mehr. Nee, das ist rote Auto ja schon. Spielack. Das ist komisch, 1,36. Naja. 1,3 Meter. Aber hier ist jetzt mehr Tempo drin. Also, du siehst. Ja, jetzt gut. Bist du viel früher ausgeschlagen. nicht so wie sonst immer. Sehr viel Unruhe in den letzten 40 Kilometern. Ja, ey, vor allen Dingen, guck mal, 40 Kilometer. Oh, das heißt, der Anstieg zieht sich auch ganz schön lang dann, ne? Oh, der letzte wird Hammer. Oder? Der letzte wird Hammer. Aber denk dran, die Sprintwertung hier. Ja, gut, meinst du? Du bist doch jetzt Vierter. Die Führungsgruppe ändert sich nicht, Jungs. Was ändert sich nicht? Abstand. Euer Vorsprung auf die Gruppe der Favoriten beträgt 1 Minute 30. Ja, ist doch okay. Was hast du denn? Chill mal. Ja, ne? Die Spitze führt mit 1 Minute 30 vor dem gelben Trikot. Ja, das könnte. Der Abstand der Führenden zur Gruppe der Favoriten beträgt 1 Minute. Ja, immer noch, danke. Ja, aber Energie sieht gut aus bei dir. Ich hab voll. Ich hab nichts gemacht. Also, ich hält mich die ganze Zeit hinter ihm. Ja. Und ich werde die Sprintetappe nochmal, werde ich ausreißen, versuchen, dies nochmal zu holen. Ja. Beim Berg werde ich die ganze Zeit hinter ihm bleiben und dann am Ende nochmal richtig spritzig rauskommen. Ja. Das ist mein Plan. Wer ist denn hinter mir? Das ist gar die nicht. Favoriten liegen 1 Minute hinter deiner Gruppe zurück. Ah, ich sehe euch, aber du siehst ja auch das rote Auto schon. Ja. Oh, der reißt aber aus. Der reißt aus. Ja, das ist der letzte Versuch. Die Fahrer an der Spitze haben einen Vorsprung von 1 Minute auf die Gruppe der Favoriten. Ja, okay, jetzt kommt das Peloton, ne? Naja, ja. Jetzt musst du aber aufpassen, Alter. Jetzt ist hier Italian Job. Jetzt geht's los. Jetzt geht's richtig los. Also ideal wäre, wenn jemand anders geht, weil alleine ist der Anstieg zu krass, weißt du? Ja, das wäre geil, wenn... Wir beide. Oder schaffen wir das nicht? Sind wir zu unerfahren? Wir sind noch sehr jung. Ist halt auf Profi, ne? Die Favoriten liegen 1 Minute hinter dem Führenden zurück. Also ist noch ein bisschen... Er reißt aus. Das schafft er nicht, Alter. Du vergoldest mir deine Kräfte, oder? Was meinst du? Ich will aber zumindest ein bisschen Windschatten haben, damit ich Energie aufladen kann. Nee, schafft er nicht.
Aber dadurch habt ihr das Tempo jetzt nochmal angezogen. Bisschen, ja, der will wahrscheinlich ein bisschen in Abstand, ne? 1,10 noch. Also das muss man mal sagen, über das Spiel KI verhält sich schon nicht dumm. Also es ist jetzt nicht so, dass man denkt, ha, ich stehe mich mal davon oder so. Die reagieren schon, wenn es gefährlich wird. Schätzen das auch natürlich gut ein, wenn irgendwie ein Vorsprung ist, ob sie die Gruppe noch kriegen. Du weißt eigentlich immer, ja, wie das Rennen gelaufen wird. Also du kannst es schon gut kontrollieren. Ne? Wir haben jetzt relativ wenig Teamentscheidungen auch getroffen, aber... Man kann auf jeden Fall nicht sagen am Anfang, okay, wir reißen jetzt weg und bleiben vorne, weil das wird nicht passieren. Ja, jetzt haben wir euch, jetzt holen wir euch ein. Das ist schon vorne. Oh ja, jetzt habt ihr uns wirklich. Das ging jetzt... Das ging jetzt sehr, sehr schnell tatsächlich. Ja, shit, ja, aber... Was haben wir hier noch für eine Gruppe? Aber die ist auch noch... Ey, das ist halt das Geile bei der Bergetappe, die wird gleich mega auseinanderbrechen, die Gruppe. Ja. Guck mal, der gibt noch nicht auf. Der will richtig hier... was ist denn hier los jetzt? Oh, jetzt tut sie aber was. Steht gleich an. Haltet die Augen offen. Ja. Wo ist denn hier die... 30 Sekunden zwischen den... Ach, noch 4,5 Kilometer. Sowas zum Beispiel. Da geht das grüne Trikot dann nach vorne. Ja. Nur für diesen Sprint. Das ist schon nicht schlecht. Oh, es gibt 20 Punkte für den ersten. Aber jetzt kommen die. Jetzt kommen die. Ja, weil die halt merken... Ich reiß aus. Das gelbe Trikot hat Anschluss an die Führungsgruppe. Oh, gucke, kommt das grüne Trikot mit. Du ziehst das Trikot mit. Ist mir egal. Schöne lange Trikot. Langgezogen Sprint. Oh, guck, der geht raus. Ach, will er gar nicht? Ist noch zu früh? Das tritt noch nicht an, ja. Was haben wir jetzt für ein... Dann lasse ich jetzt auch noch mal. 2,5 Kilometer noch. Ich hoffe, kommen jetzt keine krassen Kurven, die mich mega aus der Bahn werfen. Ich gehe mal hier ein bisschen... Komm zu mir, bitte. Da können wir uns wenigstens... Also, pass auf. Komm, wir haben noch 1,5 Kilometer. Die kommen gleich alle. Sprintwertung. Ja, aber wenn die denn sich zurückfallen lassen, weißt du? Ja, dann gibt's Gas, sagst du? Dann gebe ich Gas. Nee, echt? Jetzt ist noch, guck, jetzt kommen noch die ganzen Sprinter, die sich hier 15 Sekunden holen wollen. Dann sollte ich eigentlich meine Energie schonen, aber ich liebe ja diese Sprints, aber... Nice, ja, ich habe die Punkte geholt. Jetzt lassen wir zurückfallen. Ja. Okay, habe ich nochmal 11 Punkte geholt, gab doch einiges. Ins Grüntrikot gar nicht mitgesprintet. Hast du 11 Punkte? Ja, okay. So. Warten wir nochmal, was hier geht. Das sind noch ein Sprinter, der wird sich wahrscheinlich hier gleich für Hohne piepeln. So. Ey, letzten 20 Kilometer, ich halte mich an die ersten jetzt dran. Gelbe Trikot ist da. Jetzt wird es nämlich richtig hammerschwer. Und jetzt merkst du es gleich, wie das Tempo runtergeht. Ja, jetzt wird es richtig schwer. Bist du jetzt Erster? Ja. Oh, ich will aber trotzdem vorne bleiben. Ich will jetzt nicht hinten im Peloton versinken. Bleib bei dir. Aber du kannst es nicht, kannst du kontrollieren? Hast du schon was getrunken? Ja. Ja. Gibt dir auch noch was, bevor es hinten richtig... Halt so nicht zu früh. Ja, wir haben jetzt noch 20 Kilometer. Das Ding ist, wenn wir zu lang warten, dann wird es auch nichts werden. Es ist schwierig. Das Gelbe ist direkt hinter uns. Aber wir brauchen halt, das Kontra-Ding ist halt, wir brauchen sehr viel Energie, um wegzukommen jetzt. Ja, du hast recht. Ja, 20 Kilometer, lass mal nicht zu früh jetzt rangehen. Die letzten 10 will ich machen. Ja. Oder? Ja. Wobei es halt super steil hochgeht. Guck, jetzt greifen wir an. Ja, nee. Das war ich. Ach, ja, also jetzt muss man wirklich das Feld ein bisschen beobachten. Was haben wir denn für eine große Gruppe? Ja, machst du gleich auch, ja. Weil du weißt, wir haben das schon oft erlebt. Diese Einbrüche sind dann echt... Scheiße, das schont das Letzter. Game auch nicht. Also du kannst nicht einfach sagen, hier, ich hole mir mal eben den Gipfel hoch und gewinne das Ding. Und der zieht sich sehr lang. Das ist ein 15 Kilometer Anstieg. Ja. Schwierig. Fängt jetzt schon langsam an. Taktisch muss man jetzt taktisch gut. Komm, wir müssen jetzt hier hochschalten. Das wird langsam jetzt echt langsam an der Zeit hier. Letzte Berg. Wie ist das denn so weit weg auch? Ich hab den Arsch noch weit nach vorne. Uiuiui. Pass auf, ne? Dass du nicht. Ich bleib jetzt hier. Also ich bleib. Keine Mätzchen mehr. Schatten. Ah, pass auf, dass du nicht. Ja. Ganz schön. Steh ich wieder. Und wieder stehen. So, wir haben jetzt noch 15 Kilometer. Das wird jetzt ordentlich ziehen. Was ist das für ein Team eigentlich? Was ist das für... Oh, jetzt geht links einer. Achtung! Ja, ich glaube. Noch eine Gruppe geht. Ah, du gehst voll mit? Die Spitze des Feldes beginnt mit dem Anstieg zum Col de los Pinal. Boah, die gehen raus hier. Länge von 14 Kilometern. Ich bleib da. Ich bleib mit. Komm, du auch mit, da haben wir zumindest eine Dreiergruppe. Ja. Schon. Wechsel. Koppel. Boah, Alter. Das rote Ding war schon fast leer. Also da ist das Game echt gnadenlos. Aber bei mir nicht. Du musst gar nicht so oft drücken. Ja, gut, das reicht, wenn du regelmäßig... Oh, fuck. Mein Handtuch. Auch das noch. Mein letzter Hoffnung.
Fuck, das ist ja immer in der Tour de France, das letzte Handtuch auch gebraucht ist. Ah, Dings ist schon wieder da. Ja, du bist da. Ja, scheiß Ausreißversuche, das bringt gar nichts. Assis. Und jetzt hat er keine Energie mehr, jetzt wird er wahrscheinlich 12 km/h fahren. Ich? Nee, der Typ vor mir, Koppel. Rechts geht der Nächste. Ja, oder wir bleiben dran. Klar. Alles möglich, alles möglich, alles möglich. Bis zu Sakarina. Ja. So, es ist echt schwierig. Ich bleib auf jeden Fall dran. Ich bleib hinter dir. Komm, 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 komm. Oh, hoffentlich schaffen wir das von der Energie her. Nee, nee, das ist immer noch. Oh, jetzt müssen wir auf die Rote aufpassen, ne? Rot, Blau. Er bleibt zurück. Das ist gut für die Gesamtwertung. Hm. Gehst du? Ja. Ja. Okay. Letzten 10. Du hast noch 10 Kilometer, um Zeit gut zu machen. Okay. Oh, fuck. Ja, das wird natürlich Hammer. Lass mal einen kleinen. Trink ein bisschen Roten. Das wird gegen Ende nochmal entscheidend. Oh, bin ich zu schnell? Ja. Energie aufpassen. Jetzt wird's richtig spannend, ja, oder? Ja, jetzt. Oh, 9 Kilometer noch. Richtig spannend, Regie. Aufwachen. So, wir begrüßen auch die Zuschauer, die nur die letzten 10 Minuten des Videos angeklickt haben. Vielen Dank. Danke fürs Reinkommen. Ihr dürft aufstehen. Ihr habt nicht viel verpasst. Gino war auf Toilette und Tim Herb hat eine Pizza reingebracht. Ja. Das waren im Prinzip die. Das waren unsere Gags, die wir für 3 Stunden vorbereitet haben. Aber auch in den letzten 3 Minuten vor der Aufzeichnung. So. Oh, aufpassen. 8 Kilometer ist. Das klingt so wenig. Es ist fucking viel. Gerade bei dieser. Bei dieser Steigung. Was sagt er? Ich hab nicht verstanden. Kannst nichts mehr für ihn tun? Das ist nicht, nicht mehr zu retten. Du hast auch nicht. Na, ich bin fast voll bei beiden. Ja. Und ich habe aber keine Gels mehr. Du hast auch kein blaues Gel mehr. Das wird dich. Gelbe Trikot geht. Ja? Das gelbe Trikot geht. Das gelbe Trikot greift an. Wir müssen Gas geben. Jetzt. Ich bleib beim Gelben. Ich versuch's mal zu dem. Ja, nicht zu früh, nicht zu früh. Wir haben noch 7 Kilometer. Fuck. Oh, fuck. Die gehen auch alle mal raus, denn. Naja, klar. Ist halt gucken, dass du wegkommst, aber dann trotzdem. Ja, irgendwie Energie sparst. Ja. Uiuiui. Letzten 6,5 Kilometer. Guck mal, unsere beiden Energieleisten. Ja. Es ist immer erstaunlich gut balanciert, muss man sagen. Ja, das ist echt ziemlich gut. Oh, ich habe noch 7% Gel. Kann nicht mehr viel ausreißen. Oh, fuck, ey. Fuck, nicht, dass wir deswegen wieder einen Einbruch haben. Ja. So gut gefahren. Ja. Das wird jetzt echt nochmal knapp. Ich bleib beim Gelben. Ich hoffe, ich kann das irgendwie noch durchhalten. Ganz schön schwer zu treten übrigens. Ist echt, ja. Antritt an der Spitze des Pelotons. Sehr gut den Gelben geblockt. Einmal in den Weg gefahren. Oh ja, jetzt reißen die aus. Ja, ich darf mich jetzt nicht mitziehen lassen. Ja, ja. Ich bleib jetzt beim Gelben. Im letzten Kilometer, glaube ich. Und dann gucke ich. Oder die letzten anderthalb. Ich habe nämlich noch 35% rot. Kann jetzt auch nichts mehr. Neuer Führender in der Nachwuchsfahrerwertung. An der Spitze des Pelotons wird attackiert. Okay. Oh, meine Energie ist am Ende. Echt? Ja. Oh, meine ist auch noch die Hälfte. Wir haben noch 4 Kilometer. Denn der letzte Kilometer ist dann wieder weniger anstrengend. Ja? Aber, ach so, weil es flach wird. Aber du hast noch gut Energie. Ja, 3/4. So weit weg. Boah. Ich bleibe bei dem Game. Tempo kann ich auch nicht. Boah, fuck, Lampre. Mach keinen Scheiß. Bleib lieber safe. Komm. Ja, safe. Also es kostet ja trotzdem Energie, mitzufahren. Ja, guck, kurz aber vom trotzdem, Einbruch. Oh, kurz vom fuck! Einbruch, kurz vom fucking Andreas, Einbruch. Andreas, was, wenn ich im Stich? Einbruch, ich hab einen Einbruch. Fahr Windschatten. Danke, Mann. Ich lasse nicht Stich. Vorschläge, Rodriguez. Der Führende liegt 30 Sekunden vor dem Favoriten. Wir haben noch 3 Kilometer. Ist Rodriguez? Nee, ne? Nee. Schick den jetzt mal angreifen. Ich bin... Okay. Ja, komm. Schick den anderen auch angreifen. Ahnung, wo der ist. Wahrscheinlich ist der ganz hinten irgendwo. Ich bin immer noch hinterm Gelben. Wir haben noch 2,6 Kilometer bis zum Ziel. Ah, Moreno hat 12 Sekunden vorne Abstand. Bist du am Gelben? Ja, Rodriguez greift an. Vielleicht können wir da mitgehen. Ah, ich bin schon wieder kurz vom Einbruch. Scheiße. Ich bin auch. Ich habe nur noch die Hälfte Energie.
Ich will nicht zu früh jetzt. Oh, fuck. Ah, yeah, yeah. Einbruch. Ja? Ja, Alarmanlage geht. Das gibt's. Oh, das ist ja nicht zu schnell, Jungs. Kurz vorm Einbruch. Fuck! Scheiße, ich kann auch nichts mehr machen. Die Ausreißergruppe hat noch 1 Kilometer bis zum Ziel. 1 Kilometer noch. Oh, Einbruch. Fuck. Nein! Na gut, hinter mir sind nicht so viele. Na los. Noch 800 Meter. Kommst du noch nicht mehr zurück, ey. Das sieht gut aus. Sieht schlecht aus bei dir. Ja, ist okay. Noch 500 Meter. So, jetzt geht's nicht mehr. Oh, Einbruch. Kein Einbruch, komm. Kein Einbruch. 100 Meter. Yeah! Reduziere das Tempo etwas, sonst brichst du noch ein. Hast du gewonnen? Nein, aber nee. Ich war nur 2 hinterm gelben Trikot. Oder so. War ich so, what? Ah, es ist. Wir haben gut gefahren, wir sind vorne mit dabei. Das war schön. Ja, das war Andreas, wir haben gut gekämpft. Es war eine schwierige Tour, Alter. Mehrfach die Fahrer gewechselt. Wir machen ja auch nicht den leichten Scheiß. Wir sind für die harten Touren geschaffen. Haben wir jetzt ein 4-Sterne-Team eigentlich, ja, ne? Ja. Und selbst dann, wenn wir jetzt gewonnen haben, dann dürfen wir uns selbst beglückwünschen. Komm, letzten 15 Fahrer. Boah, also das muss man sagen. Also man kann von dem Spiel denken, was man will, aber diese letzten. Guck, man kann ja auch, wenn man Singleplayer macht. Ich fand die letzten 80 Kilometer mega spannend, ohne Scheiß. Du kannst halt ja auch, wenn du Singleplayer spielst, das vorspulen quasi. Ja, dann bist du halt genau. So, ne? Also so oder Autopilot eben. Geht natürlich zweiten nicht, aber schauen wir mal, wo sind wir denn? War ich Rodriguez? Nee, ich war hier Spielack. Fünfter bin ich. Und siebter, ne, bitte. Super. Nicht schlecht, ja. Bewertung für die Etappe. Löbt, ja, Löbt ist natürlich Erster die ganze Zeit geworden. Was haben wir da noch? Warte mal, gehen wir nochmal zurück. Ja, achso, was ist das denn? Nee, halt Punktebewertung. Ah, hier, ich habe natürlich Punkt. Ich bin Punktsieger. Sehr schön. Und Nachwuchs brauchen wir nicht. Teamwertung. Sky, Kartuscher, wir sind Zweiter geworden. Nein, das ist ja jetzt nur Etappe. Ja, ja, genau, für diese Etappe. Genau. Guck mal, Bergwertung, ging da noch was? Nö, ne? Spieler Kurt. Naja, 3 in den Top 10 hier. Ja, ist doch schön. Ja. Ja, okay. So, gucken wir uns mal die Gesamtwertung an. Mhm. Dritter sind wir geworden. Spieler, Dritter im Punktetrikot, ja, Zweiter. Okay. Ah, ich habe es halt nicht geschafft. Da waren zu wenig Punkte auch, ja, unterwegs leider zu holen. Ja. Okay, und Kämpferwertung, Siebter. Teamwertung, Erster, geil. Das ist schön. Gefahren, ja. Etappen 4, 40 EP noch abgeräumt. Das ist ja ein Lusch-Shit. Was 40 ist das EP. Denn? Oh. Ja, das war's. Ey, wir haben. Oh, das ist aber epischer. Im Team. Ey, komm, wir haben es im Team geschafft. Wurden Erster. Ja. Und ich finde, das haben wir gut gemeistert. Also, Team Katsushi hat es geschafft. Das war unsere kleine Tour de Rocket Beans. Puh. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, Gino. Dass ihr dabei wart. Ey, uns hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Auch wenn der Arsch jetzt brennt. Der Arsch brennt, Alter. Hat es tatsächlich. Nee, war cool. Ist tatsächlich ein okayes Game. Das ist nicht so schlecht, wie man vielleicht am Anfang dachte. Nee. Man hat, sehr taktisch. Sehr taktisch tatsächlich. Und wenn man gut fährt, dann weiß man, also dann bekommt man das auch zu spüren. Und wenn nicht, dann eben das auch. Also ja. Ganz cool. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war jetzt unser Tour de France. Ja, danke für euer Feedback. Bis nächstes Jahr. Tschüss, Leute. Ciao.